Sie haben das bestimmt auch schon erlebt. Sie sind zu einem Vortrag oder einer Präsentation eingeladen und freuen sich auf ein spannendes Thema. Sie sitzen also erwartungsvoll im Publikum, der Moderator kündigt den Redner an und dieser betritt die Bühne. Schon an seinem Gang und an seiner Mimik können Sie erkennen, dass er heute wohl nicht seinen besten Tag hat. Spätestens, als er versucht, seinen Laptop mit dem Beamer zu verbinden, das alles nicht klappt, er anfängt zu schwitzen und zu fluchen, denken Sie bei sich: Oh, lass es bitte schnell vorbeigehen. Damit sowas in Zukunft seltener passiert, trete ich mit diesem Video an. Fünf bemerkenswerte Tipps für respektvolle Präsentation. Mein Name ist Bettina Schöbitz und ich trete in Unternehmen an für die Themen Reputation, Respekt und Return on Investment. Lassen Sie uns doch einfach direkt ins Thema Präsentation einsteigen. Wenn Sie dieses Bild sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sich vorstellen, Sie dürfen jetzt gleich, Sie müssen jetzt gleich auf diese Bühne treten, dort wird eine große Zahl Zuschauer sitzen. Was genau passiert mit Ihnen? Was genau empfinden Sie jetzt? Was passiert auch in körperlicher Reaktion mit Ihnen? Ich habe heute 7 Punkte für Sie vorbereitet, die rund um das Thema Präsentation gehen und die Ihnen wirklich wesentliche Tipps und Hinweise mit auf den Weg geben, um künftig besser zu präsentieren, live und in Farbe auf der Bühne, aber auch in Webinar und Video. Lassen Sie uns mit dem Mindset beginnen. Mindset ist die innere Einstellung, was dieses Thema Präsentation angeht. Da stellt sich ja zunächst mal die Frage: Dürfen Sie präsentieren? Ist das für Sie eine Ehre? Ist es Ihnen ein Vergnügen? Oder müssen Sie präsentieren, weil Ihr Chef Sie darum gebeten hat oder Sie mehr oder weniger sich gezwungen fühlen? Alleine diese innere Einstellung macht schon einen großen Unterschied, wie Sie präsentieren werden. Machen Sie das Beste draus. Genießen Sie das, was Sie auf der Bühne tun, und da machen Sie es sich leichter mit optimaler Vorbereitung. Ein paar Tipps dazu bekommen Sie heute in dieser Präsentation. Was bedeutet respektvolle Präsentation überhaupt? Zuallererst mal den wertschätzenden Umgang mit der Zeit Ihrer Zuhörer. Denn diese Menschen sind gekommen, um von Ihnen eine Botschaft, einen Impuls, eine Idee, Wissen mitzunehmen. Und da haben Sie doch auch eine Verpflichtung, denen wirklich was mit auf den Weg zu geben. Unabhängig davon ist respektvolle Präsentation aber auch der Umgang, die achtsame Berücksichtigung Ihrer Persönlichkeit. Wie viele von uns haben von irgendwelchen Präsentationstrainern Techniken und Tricks gelernt, wie wir uns zu verhalten haben, dass wir die Hände nicht unterhalb der Gürtellinie zu haben, nicht in die Hosentasche stecken, nicht mit dem Rücken zum Zuschauer am Flipchart schreiben. Bis heute konnte mir keiner erklären, wie man das anders besser machen soll. Also bleiben Sie bei sich selbst, bleiben Sie sich selbst treu. Und wenn Sie merken, gewisse Techniken, gewisse Methoden liegen Ihnen nicht, ja, dann lassen Sie es einfach sein, machen Sie es anders, gehen Sie Ihren Weg. Trauen Sie sich, Sie selbst zu sein, auch auf der Bühne. Denn Ihre Persönlichkeit, das ist das, was rüberkommt. Sie kennen das vielleicht aus dem Verkaufstraining. Auch da wird immer ganz klar gesagt: Du verkaufst nicht das Produkt, sondern du verkaufst dem Kunden das Vertrauen in dich als Persönlichkeit, dass du ihm das lieferst, was er braucht. Der Mensch verkauft, nicht das Thema, nicht das Projekt, nicht das Produkt. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie eine Botschaft zu transportieren haben, dass Sie die mit all Ihrer Persönlichkeit rüberbringen und dabei Sie selbst bleiben. Nicht so wie hier in diesem Fall. Da steht ein Mann, der total begeistert ist von seinem Thema, der absolut im Fachthema drin ist, auf der Bühne präsentiert, eine aufwendige Präsentation, und das Publikum gähnt, langweilt sich. Dieser Mensch wird ganz schnell von seinen Zuhörern als Fachidiot abgestempelt. Und das möchte ich Ihnen ersparen. Und Ihren Zuschauern übrigens auch. Wichtig für Ihre Präsentation oder Ihren Vortrag ist zuallererst, dass Sie ein Ziel damit verfolgen, dass Sie eine Botschaft haben, die Sie Ihren Zuhörern mitgeben möchten. Je klarer diese Botschaft für Sie ist, desto leichter rankt sich darum der rote Faden, wie Ihre Präsentation aussehen soll. Inhalt und Dauer der Präsentation sind auch bedeutsam in der vorherigen Planung. Ich möchte Ihnen ein paar wertvolle Tipps mitgeben, wie Sie Ihre Präsentation ein klein bisschen mehr sexy gestalten können. Zuallererst wechseln Sie die Brille.
Setzen Sie die Brille Ihrer Zuhörer auf. Denken Sie nicht darüber nach, was Sie Ihren Zuhörern vermitteln möchten, sondern was Ihre Zuhörer brauchen, um Ihre Botschaft zu verstehen, um inhaltlich Ihnen folgen zu können und um auch noch Spaß an der Sache zu haben. Sie haben es in der Hand, ob das Publikum an Ihren Lippen hängt oder aber das Handy zur Hand nimmt und anfängt, in Facebook zu sein. Also, was braucht der Zuhörer, damit er wirklich versteht, was Sie ihm an Botschaft mit auf den Weg geben? Sprechen Sie die Sprache Ihrer Zuhörer. Es ist ein Unterschied, ob Sie vor Fachkräften sitzen, vor Führungskräften, vor Mitarbeitern, ob Sie vor Männern oder Frauen sitzen. Achten Sie auf Ihre Wortwahl. Wenig Fachtermini, wenig Anglizismen und eine wirklich gute und leicht verständliche Sprache. Dann laut genug sprechen. Bloß nicht zu leise nuscheln, das ist schwer verständlich. Oder auch nicht zu laut sprechen, das ist nämlich wahnsinnig anstrengend. Oder Mädchen, die mit so einer fiepsigen Stimme sprechen, das ist auch nicht so schön. Also kontrollieren Sie Ihre Stimmlage, Ihre Modulation und Ihr Sprechtempo. Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und immer so, dass Sie sich damit auch noch wohlfühlen. Machen Sie Pausen. Wir können zwar alle sehr viele Worte in kürzester Zeit hören, aber nicht verstehen. Und so eine Präsentation, so ein Vortrag belastet das Hirn schon ganz schön immens mit den Informationen, die ganz schnell staccatoartig auf es einprasseln. Also gönnen Sie dem Hirn Ihrer Teilnehmer Pausen, aber auch Ihrer Stimme und auch Ihrem Gehirn bei dem Nachdenken, was Sie eigentlich sagen wollen. Übrigens auch ein wunderbarer Tipp, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben ein Blackout. Machen Sie eine Pause draus. Sie haben immer das Gefühl, dass diese Pause schon viel zu lang ist und Ihre Zuhörer haben das Gefühl, sie ist viel zu kurz. Haben Sie Selbstvertrauen? Glauben Sie an sich? Sie sind der Fachmann in Ihrem Thema. Sie haben sich im Vorfeld ganz tief da reingearbeitet. Sie wissen, wovon Sie reden. Dann dürfen Sie auch Spaß daran haben. Also gestehen Sie sich zu, dass Präsentation kein Horror sein muss, sondern ein ungeheurer Spaß. Ich persönlich genieße es immer wieder, wenn ich vor großen Gruppen stehe, gerade bei Trainings, mache mit denen dann irgendwelche Aufgaben und Übungen und die Leute machen, was ich sage. Bieten Sie Ihren Teilnehmern auch einen Methodenwechsel an. Mal arbeiten Sie mit Laptop und Beamer, dann gehen Sie mal ins Flipchart oder nutzen die Metaplanwand oder Sie gehen selber ins Publikum. Oder, wenn es zu Ihrem Thema und zu Ihnen passt, holen Sie sich jemanden aus dem Publikum auf die Bühne. Machen Sie ruhig, wenn Sie das Gefühl haben, es passt jetzt gerade mal, eine Abfrage. Wer von Ihnen hat das und das auch schon mal erlebt? Dann heben Sie die Hand, Sie selber im Übrigen auch, um die Zuschauer einzuladen, dass sie Ihnen dann entsprechend auch bei diesem Beispiel folgen. Dann passiert wieder etwas auf der Bühne, das Auge folgt dieser Bewegung und die Leute werden wieder bei Ihnen sein. So können Sie die Aufmerksamkeit zurückholen, immer wieder die Methode wechseln, den Leuten kleine Häppchen unterschiedlicher Informationen auf unterschiedlichen Wegen bieten. Arbeiten Sie mit Bildern. Bilder können Menschen emotional in eine Stimmung versetzen oder sie aus dieser wieder herausholen und sie gehen viel schneller ins Gehirn als alle Worte, die Sie sprechen können. Deswegen reichen auch vollkommen reduzierte Bilder, kleine, aussagekräftige Zeichnungen. Die müssen nicht schön sein, das ist keine Kunst, sondern es geht darum, Sachverhalte, Dinge, Projekte bildlich darzustellen. Dazu können Sie bei mir im Bereich Visutrainment auch lernen, solche Zeichnungen wie hier zum Beispiel selber zu erstellen. Wichtig bei den Bildern ist, dass Sie sie lange genug zeigen, und dass sie wirklich zum Thema passen, weil oftmals ist die Aussage, die wir selber in einem Bild sehen, nicht unbedingt die, die unser Zuhörer oder unser Zuschauer darin sieht. Wir präsentieren ja nicht nur live und in Farbe auf einer Bühne vor Publikum, sondern manchmal so auch wie jetzt in einem Video oder in einem Webinar. Und da ist es ganz bedeutsam, dass Sie eine Beziehung zu Ihrem Zuhörer haben, dass sie die aufbauen, dass sie eine gewisse Herzenswärme, Persönlichkeit rüberbringen und das nicht so ein nackter technischer PC ist, wo sonst gar nichts passiert. Auch da ist ein schneller Methodenwechsel, ein schneller Folienwechsel von Bedeutung. Sie merken ja auch jetzt schon hier bei diesem Video,
wo es Ihnen vielleicht mal etwas lang vorkommt oder vielleicht auch zu schnell geht. Zu guter Letzt geht es um das Thema Zeit. Meine zauberhafte Kollegin Katja Kerschkens hat ein Buch geschrieben, das heißt Reden straffen statt Zuhörer strafen. Ich finde, das sagt das ganz wunderbar. Man kann es mit wenigen Worten auch sagen, weniger ist mehr. So viel wie nötig in Ihre Präsentation hineinpacken, aber so wenig wie möglich. Ja, wir waren eben schon mal beim Thema Ziel. Wenn ich mich dem Ziel nähere, dann muss ich die Fahne auch irgendwann umlegen, damit ich ins Loch treffen kann. Das heißt, Sie müssen Ihre Zuhörer im Laufe Ihres Vortrags, Ihrer Präsentation auf dieses Ziel hin ausrichten, zu diesem Ziel hin bringen und dann am Ende Ihre Botschaft auch einlochen. Insofern achten Sie darauf, dass Ihre Präsentation einem roten Faden folgt, wo die Zuhörer auch wirklich auf diesem Weg zum Ziel mit Ihnen zusammen den Weg gehen. Um das Ziel Ihres Vortrages, also die Verankerung der Botschaft in den Köpfen der Zuhörer, möglichst perfekt zu erreichen, sind viele zusätzliche Informationen für Sie von Bedeutung. Zuallererst einmal der Anlass der Präsentation des Vortrages. Sind Sie eingeladen zu einem Firmenjubiläum? Geht es um eine Produktpräsentation? Halten Sie eine Rede? In welchem Umfeld findet das Ganze statt? Wenn Sie darüber Klarheit haben, ist die nächste Frage, die Sie stellen, die Zielgruppe. Welche Menschen werden dem Vortrag lauschen? Wie viele sind es? Und aus welcher Gruppe kommen Sie? Welches Vorwissen bringen diese Menschen mit? Desto mehr Sie über Ihre Zielgruppe in Erfahrung bringen, mehr Männlein, mehr Weiblein, mehr Führungskräfte, mehr Assistenten, Berufseinsteiger, langjährig erfahrene Leute, desto besser können Sie auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingehen. Und die Menge der Zuhörer entscheidet darüber, welche Technik Sie einsetzen werden. Das Thema der Präsentation. Fassen Sie es mit Ihrem Auftraggeber zusammen, so knapp und so eng wie möglich, damit Sie wissen, was wirklich die Botschaft der ganzen Veranstaltung sein soll. Die Örtlichkeit, an der Ihre Präsentation, Ihr Vortrag stattfinden. Ist es ein heller Raum, ein großer Raum? Ist es laut, ist es leise? Tageslicht, kein Tageslicht? Wie wird die Bestuhlung sein? Nach all diesen Fragen richtet sich Ihr Technikeinsatz, denn bis zu 40, 45 Leute kann man locker auch ohne Mikrofon schaffen, wenn man eine laute und deutliche Stimme hat. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Mikrofon. Ab einer größeren Teilnehmerzahl dann auch Laptop und Beamer, selbst wenn man am Flipchart zeichnet, mit separater Kamera. Machen Sie sich schlau, versorgen Sie sich mit Informationen, denn das sorgt dafür, dass Sie umso sicherer vor Ihrem Publikum stehen werden. Manche Dinge haben Sie vielleicht selbst, manche müssen Sie beschaffen. Machen Sie sich schlau in dem Hotel, an dem Veranstaltungsort, in dem Unternehmen. Was ist vorhanden und was brauchen Sie noch? Nehmen Sie einen Notfallkoffer an Materialien mit, so Dinge wie Klebeband, damit man mal ein Kabel auf dem Boden festkleben kann. Die eigenen Marker sind immer sehr hilfreich, weil meistens in Hotels die Marker dann doch leer sind. Ich reise mit eigenem Beamer, mit Ersatzlampe, ich habe eine Mehrfachsteckdosenleiste dabei. Ein paar Pflaster, falls ich mich mal irgendwo schneide, ein bisschen Nagellack für die Laufmasche im Strumpf. Das müssen Sie nicht alles tun, aber je besser Sie vorbereitet sind, desto lockerer können Sie nachher in die Präsentation gehen, weil Ihnen kann ja nichts passieren. Die Kernbotschaft Ihres Vortrages, die ist immens wichtig, weil das ist das, was die Leute nach Ihrem Vortrag mit nach Hause nehmen. Sie können den in diese 60 Minuten als Beispiel so viel reinpacken, wie Sie möchten. Es bleiben am Ende 1, 2, vielleicht 3 Kernbotschaften hängen. Machen Sie sich vorher klar, was diese Botschaften sein sollen und weisen Sie immer wieder darauf hin, arbeiten Sie immer wieder darauf hin mit Ihrem roten Faden, dass die Leute das auch verinnerlichen können. Ja, jetzt ist es soweit. Sie haben Ihren Raum vorbereitet, die Getränke stehen bereit, Sie haben Ihr Skript und Ihre Technik eingerichtet, die Zuschauer können kommen. Was jetzt passiert ist, Ihre körperliche Reaktion setzt ein. Sie bekommen Lampenfieber. Bedeutet, dass Ihre Extremitäten nicht mehr so gut durchblutet werden, weil das Blut in den Rumpf bzw. in den Kopf zurückfließt. Mit der logischen Folge, dass Menschen mit dünner Haut auch gerne rot werden. Die Hände werden kalt, schwitzig. Wir fangen an, so ein bisschen zu zittern, hin und her zu hibbeln. Und unsere Stimme wird höher. Wir atmen schlechter. Da gibt es wunderbare Übungen, um diesem Lampenfieber im Vorfeld gut zu begegnen. Aber dieses Lampenfieber hat auch einen Sinn aus der Vergangenheit.
Ich lebe hier unweit 4 Kilometer vom Neandertal. Und genau damit hat das Thema Lampenfieber tatsächlich auch zu tun. Denn wenn wir in Situationen sind, in denen wir Angst haben, in denen wir hochfokussiert und hochkonzentriert sein müssen, dann ist es eben genau so, dass unser Körper, ohne dass er unsere Seele, unseren Kopf fragt, automatisch reagiert. Das hat zu tun mit dem Neandertal, mit dem Säbelzahntiger, der uns in früheren Jahren bedroht hat. Und daraus hat unser Gehirn, also die Software, die wir da oben haben, das sogenannte Reptilienhirn, genau 2 Möglichkeiten für uns bereitgestellt. Fight or flight. Entweder wir stellen uns dem Säbelzahntiger entgegen oder wir nehmen die Beine unter den Arm und rennen. Bei der Präsentation ist das mit dem Beine unter den Arm und rennen nicht unbedingt die beste Idee. Also steht an, dass wir uns dem Säbelzahntiger-Vortrag stellen. Das ist zu schaffen. Wie gesagt, es gibt ein paar tolle Techniken, die Sie dabei unterstützen können. Warum haben wir überhaupt Lampenfieber? Wir haben Angst, uns zu blamieren. Wir stehen vor einer großen Gruppe Menschen, die schauen alle auf uns. Wir stehen im Mittelpunkt. Das ist etwas, was wir per se nicht ganz so gerne mögen. Also kommt dieser Fluchtreflex. Diese Blamage ist aber gar nicht so wahrscheinlich. Vielleicht hilft es Ihnen ein wenig, dass der größte Teil Ihrer Zuhörer mehr Angst davor hätte, an Ihrer Stelle zu stehen, nämlich auf der Bühne, als vor dem eigenen Tod. Wir haben Angst vor einem Blackout, vor dem Moment, wo wir unsere Inhalte vergessen haben. Da kann man sich mit Geschichten behelfen. Denn wenn Ihre ganze Botschaft feststeht, wenn Sie einen roten Faden haben, dann können Sie eine Geschichte da drumherum ranken, die Sie durch diesen roten Faden eben immer wieder aufgreifen. Und damit haben Sie auch im Grunde genommen keine Moderationskarten mehr nötig, keine Notizen mehr nötig, weil Sie diese Geschichte im Kopf haben und sobald Sie die ersten Bilder sehen, fängt in Ihrem Kopf ein Video an zu laufen. Sollten Sie mal an den Punkt kommen, dass Ihnen gerade nichts einfällt? Na, wir hatten es eben schon mal. Machen Sie eine Pause. Was mir jetzt gerade lang vorkam, war Ihnen wahrscheinlich gerade sehr angenehm. Und genauso können Sie auch dem Blackout begegnen, weil in der Pause 1-2 Mal durchatmen und Sie haben wieder eine Idee, wie Sie weitersprechen können. Wir haben Angst vor einer Panne, dass uns etwas runterfällt, dass wir plötzlich eine Laufmasche haben, dass uns der Hosenstall offen steht oder der Achselschwitz zu sehen ist. Kann passieren. Aber gehen Sie einfach souverän drüber hinweg. Machen Sie es vielleicht kurz mit einem Gag, mit einem Witz, mit einer Bemerkung zum Thema. Aber danach sollte es auch vergessen sein. Lassen Sie sich von Pannen nicht aus dem Konzept bringen, denn letztendlich haben Sie eine Botschaft. Und da ist Achselschwitz oder der offene Hosenstall gerade völlig egal. Sie haben Ihre Mission und die wollen Sie erfüllen. Wir haben Angst vor den Fragen unserer Zuhörer, weil wir glauben, dass wir weniger wissen als die Leute, die im Publikum sitzen. Ehrlich? Das ist totaler Blödsinn. Denn wir sind die Experten in unserem Thema. Zum einen haben wir uns für diesen Vortrag, für diese Präsentation immens intensiv vorbereitet. Wir haben Dinge gelesen, die andere wahrscheinlich noch niemals in der Hand hatten. Wir haben im Internet recherchiert, wir haben uns irgendwas im Fernsehen, im Radio angehört, wir haben mit Menschen gesprochen. Wir sind mit Sicherheit tiefer im Thema als jeder andere im Publikum in dem Moment. Zum Zweiten ist es überhaupt keine Schande, wenn ich eine Frage mal nicht beantworten kann, das einfach zuzugeben und souverän zu sagen, oh, dazu fällt mir jetzt gerade die passende Antwort nicht ein oder dazu möchte ich nochmal was nachprüfen. Geben Sie mir Ihre E-Mail, geben Sie mir Ihre Rufnummer. Ich gebe Ihnen die Information zu einem anderen Zeitpunkt. Keine Angst vor Fragen, sondern mutig durch, weil Fragen sind auch ein Zeichen, dass die Menschen an Ihrem Vortrag Interesse haben. Insofern seien Sie dankbar für die Fragen, die manchmal auch, wenn sie als Zwischenfragen kommen, einem sogar bei Blackout oder in Situationen, wo einem gerade so ein bisschen der rote Faden abhanden gekommen ist, vielleicht wieder auf den Weg helfen können. Und dann haben wir noch Angst vor Störern. Das sind so diese unangenehmen Zeitgenossen, die meinen, sie müssen jetzt das Bonbon auspacken oder ihr Handy, die unbedingt zum Telefonieren rauslaufen müssen oder mit dem Nachbarn quatschen, aber manchmal auch, die einfach uns ganz eingehend anschauen und so richtig anstarren. Das kann sehr unangenehm sein. Gehen Sie damit ganz entspannt um, sprechen Sie es an und lassen Sie sich von diesen Menschen nicht aus dem Konzept bringen. Da helfen manchmal auch Techniken aus der Schlagfertigkeit, diesen Menschen entsprechend zu begegnen. Warum wir Lampenfieber haben?
Ganz simpel. Wir haben Angst, unser Ansehen zu verlieren. Wir stellen uns in den Mittelpunkt vor die Gruppe. Wir sind in dem Moment nicht Bestandteil der Gruppe. Und wir haben Angst, dass uns der Säbelzahntiger von hinten anfallen könnte. Es geht um den Gesichtsverlust in der sozialen Gruppe. Denn wir möchten weiterhin dazugehören. Wir möchten einer von den Teilnehmern sein. Wenn Menschen aufeinandertreffen, findet Kommunikation statt. Da ist auch so das Thema Körpersprache. Sie kennen so den Blick von Lady Diana damals, immer so ganz zaghaft von unten, den Kopf leicht geneigt. Das sind sogenannte Submissionsgesten, um dem anderen zu zeigen, ich will dir nichts Böses. Es sind aber auch Gesten von Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit. Andere, ich nenne jetzt mal ganz aktuell Donald Trump, geradeaus die Frau hinter sich lassend durch die Tür ins Weiße Haus, das sind Dominanzgesten. Und deswegen ist es wichtig, bei der Kommunikation sich einfach bewusst zu sein, wie kommuniziere ich körperlich, aber auch sprachlich, mit meiner Kleidung, mit meiner Wortwahl. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, andere zu dominieren oder mich unterzuordnen. Da gilt es, selbstbewusst aufzutreten, ohne dabei arrogant zu sein. Rollen Sie Ihren Zuhörern den roten Teppich der Kommunikation aus. Das beginnt zuallererst mal mit der Sprache. Sprechen Sie nicht zu laut, das ist nämlich anstrengend auf die Dauer, aber auch nicht zu leise, weil das ist schwer zu hören. Sprechen Sie nicht mit einer hohen, piepsigen, quietschigen Stimme, aber auch nicht nur schön, so wie so manche Männer oder manchmal mit Akzent. Achten Sie aber auch darauf, dass Ihre Stimme moduliert ist. Dass Sie mal höher sprechen, mal niedriger sprechen, dass man an Ihrem Satzbau oder an Ihrer Stimmmodulation hören kann, wann zum Beispiel ein Satz endet. Oder auch, ob es eine Frage ist. Bei der Frage ende ich mit einem hohen Ton, beim Satzende mit einem dunklen Ton. Auch hier gilt wieder nur, so wie es Ihnen angenehm ist, wie es zu Ihnen passt. Und wenn Sie in Bayern vor einer Runde Landwirte präsentieren, ja mei, da dürfen Sie das auch auf Urbayerisch tun. Immer der Zuhörergruppe angemessen. Angemessen gekleidet, angemessen gesprochen. Ich denke, Sie haben verstanden, was ich damit meine. Achten Sie auch darauf, dass Sie die Sprache Ihrer Zuhörer sprechen. Sie sind Fachmann in Ihrem Thema. Das heißt, manche Fachtermini, manche Begriffe sind für Sie selbstverständlich, für Ihre Zuhörer noch lange nicht. Manchmal haben Sie es auch, beispielsweise bei jungen Leuten, mit Menschen zu tun, die noch gar nicht so viele Fremdwörter kennen. Also achten Sie darauf, dass Ihre Zuhörer Sie auch inhaltlich verstehen können, indem Sie die richtigen Worte wählen. Und achten Sie auf Ihre Körpersprache. Ihr Körper verrät so viel, von dem Sie meinen, dass Sie es gar nicht sagen möchten. Ihre Körperhaltung, Ihre Schultern, Ihr Stand, Ihre Gestik, alles das trifft eine Aussage. Stellen Sie sich an der Stelle, wo Sie sprechen wollen, so breit hin, wie es ungefähr schulterbreit entspricht. Beide Füße, wirklich auch bei Damen mit Stilettos, auf den Boden. Erden Sie sich auf die Art und Weise. Spüren Sie kurz den Boden. Warten Sie einen Moment ab, bevor Sie mit dem Sprechen beginnen. Nämlich so lange, bis das Publikum ruhig ist und die Köpfe Ihnen zugewandt sind. Das ist nonverbale Kommunikation, die man zum Beispiel auch im Klassenzimmer vor großen Gruppen anwenden kann. Tun Sie Ihren Zuhörern auch den Gefallen, wechseln Sie im Rahmen Ihrer Präsentation, Ihres Vortrags mal den Standort. Verschanzen Sie sich nicht hinter einem Rednerpult, sondern gehen Sie auf der Bühne durchaus mal nach links, mal nach rechts. Aber fangen Sie nicht an, wie so ein Tiger im Käfig im Kreis zu laufen. Schauen Sie so 10 cm über die Köpfe der Zuhörer. Einfach mal den Blick über die Gruppe schweifen lassen und wieder zurück und schon haben Sie die Leute ein Stück weit in Ihren Bann gezogen. Zusätzlich habe ich Ihnen heute hier noch einen Bonustipp hineingepackt. Es geht darum, was und wie Sie Dinge sagen. Sie wissen, wir haben 5 Sinne. Hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Und genauso sind auch die Lerntypen. Jeder Mensch nutzt unterschiedliche Sinneskanäle, um Dinge zu verstehen und zu merken. Sprechen Sie diese verschiedenen Sinneskanäle bewusst an bei Ihrer Wortwahl und in der Art Ihrer Präsentation. Wir haben die visuellen, das sind die brauchen Bilder. Denen muss ich irgendwie eine Geschichte erzählen, die mit Bildern zu tun hat.
Die Kinästheten, denen muss ich was in die Hand geben, damit sie was anfassen können, damit sie was fühlen können, damit sie ein haptisches Erlebnis haben. Die Auditiven brauchen Worte, denen muss ich Dinge erklären, sachlich darstellen. Die Gustatorischen und die Olfaktorischen, sprich die schmecken und die riechen mögen, die sind in einer verschwindend geringen Unterzahl, insofern dürfen wir sie bei unseren Präsentationen vernachlässigen. Aber wenn Sie zum Beispiel diese drei Gruppen, die wirklich wichtig sind, visuelle, Kinästheten und Auditive, mit Ihrer Geschichte beglücken wollen, dann erzählen Sie zum Beispiel die Geschichte: Stellen Sie sich doch mal vor, Sie liegen am Strand. Die Sonne scheint, vor Ihnen ist das Meer, Sie fühlen den Sand in den Fingern und Sie merken, wie Sie mit dem Rücken in diesem warmen Sand liegen und Sie hören die Vögel und die Wellen. Damit haben Sie das Bild vom Strand, von der Sonne für die Visuellen, das mit dem Strand fühlen, mit dem auf dem Strand liegen, mit dem Warmen für die Kinästheten und das Hören des Meeres und der Vögel für die Auditiven erwischt. Damit haben Sie diese drei Sinneskanäle beglückt und Sie werden jeden, der im Publikum sitzt, in irgendeiner Art und Weise einfach sprachlich auch erreicht haben. Sie wollen noch mehr wissen? Sie wollen noch mehr lernen? Klar, gerne. Da liefere ich Ihnen gerne noch Nachschub zu diesem Thema, sowohl in Videos als auch in Trainings oder auch in persönlichen Beratungen und in Einzeltrainings. Ich bringe Sie auf der Bühne zum Strahlen und Sie finden mich unter www.bettinaschöwitz.de. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie heute mein Gast waren und wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrer nächsten Präsentation. Und toi toi toi, Sie werden erfolgreich sein. Tschüss!